Willkommen zu einem neuen Part Salztricks Wunder. Nichts für Hodensäcke, sondern nur für Schwänz. Das ist wirklich so. Ich brech gleich den Joy-Con auseinander. Er ist schon leicht kaputt, Bruder. Und der Part läuft erst 40 Sekunden und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Warum muss ich meinen Strand? Deine Mutter ist so hässlich wie dein Schwanz. Und das Spiel soll jugendfrei sein. Deine Mutter ist auch jugendfrei. Und zwar im Hodensack Sex. Bro, wie sehr soll ich den Joy-Con zerstören? Ich ja. Bro, ich benutze meine Zähne nicht nur zum Essen, sondern auch um Wut rauszulassen, Bruder. Ist doch geisteskrank, als deine Mutter zum Tod zu ficken. Und ob ich gebannt werde oder nicht, ist mir sowas von scheißegal. Ich will einfach nur diese Scheiße durchspielen, damit ich das Let's Play zu Ende bringen kann. Schaut euch wenigstens das Let's Play an, Bro. Halt dein Maul, du Schwein. Trigger Bros Ronda mit Salz. Mit extra Salz. Bro, da geht's rein. Deine Mutter geht auch rein. Und zwar in deinen Hoden. Bro. Yes! Die erste Dreckspassage geschafft. Deine Mutter ist hässlich. Deine Mutter ist hässlicher als deine Mutter. Why? Das ergibt keinen Sinn. Deine Mutter ergibt auch keinen Sinn. Warum lebt sie denn? Halt deine Fresse, du Hoden. Es könnte sogar ein Speziallevel sein. Mit der Schwierigkeit! Ah! Nein! Dreckspiel, nach dem LP sperre ich es ein, sodass ich es nie wieder zu Gesicht bekomme. Und wenn... Warum werde ich da verletzt? Warum werde ich an der Schwanzstelle da verletzt? Deine Mutter wird auch an deiner Mutter verletzt!
wenn das Spiel nicht ein einfacheres Update bekommt oder eine einfachere Schwierigkeit, deine Mutter! Natürlich! Strix Game ist auch so scheiße. Das kann vielleicht 1 oder 2 Euro geben. Mehr nicht. Mehr hat diese Scheiße nicht verdient. Und wer das Spiel cool findet, der kommt in den Knast und wird daraus erst nach 100.000 Jahren wieder rausgelassen. Und weil ich so bescheuert bin, muss ich auch noch 100% machen und muss mir das auch noch antun. Halt deine Fresse, du Hodensack. Digga, ich bin so salty. Nee. Ich dachte gerade, ich hätte die Controller-Taste kaputt gebissen. Wäre es aber auch für so ein schwanzgeficktes Drecksspiel wert gewesen. Jetzt mal ernsthaft. Halt deine Fresse, du Hodensack! Kann man darunter durchcheaten? Nein. Bro, scheiß auf die 100%. Wen juckt's? Bruder, wen juckt's? Niemand guckt das Projekt bei mir, weil dieses anderes bei beliebteren YouTubern Hübi, Domtendo etc. gucken. Und ich bin weg vom Fenster. Weil ich auch ein kleinerer YouTuber bin. Oder das habe ich jetzt aber nice gemacht. Ich bin ehrlich. Nein, du bist ein Hund. Dieses Spiel ist nicht mal 40 Euro wert. Nicht mal. Vielleicht sogar noch unter 30. Oder gar unter 20 mit der schlechten Qualität. Ja, halt deine Fresse. Ja, so. Ich schaff Kaizo Level in Mario Maker 2 und die laut Dings eigentlich schwieriger sein sollten und krieg dieses Dreckslevel nicht hin, was eigentlich einfacher sein sollte. Laut Fans. Laut Drecksfans, die nichts können. Weil sie Schweif gesagt haben statt Schwann. Mir sowas von Scheißegal. Das war's. Also zum einen bin ich froh, dass ich die Scheiße nicht weiter spielen muss. Aber zum anderen, Bro, wen juckt's? Das Spiel ist abgefrickte Scheiße. Es juckt keiner auf meinem Kanal. Und das Spiel ist scheiße. Das Spiel hätte auf YouTube insgesamt nicht mal ein einziges Like verdient. Nimmer satte Huren. Hab's und deine Mutter ist weg. Ja, Bro, ich geh erstmal in die Fuki-Ficke. Fuki-Mine. Und test dir hier aus, wie schlecht diese Welt ist.
Bro, halt deine Fresse, du Hund. Bro, weißt du eigentlich, dass ich gar nicht zuhöre, weil du unnützlich bist? Freundlicher Poplinhaus. Deine Mutter ist auch nicht freundlich. Ich bin allein zu Hause. Ich fühle mich so einsam. Bleibt das auch so, weil niemand würde sich hier mit dir befreunden, weil du in diesem Dreckspiel erfunden wurdest. Und ich dachte, das Spiel macht wieder mehr Spaß. Oh, ich brauche einen Wundersamen. Nee. Die Reparatur deiner Mutter ist erfolgreich beendet worden. Fühle Abzeichen, wen juckt's. Hoch und runter, deine Mutter. Obacht vor deiner Mutter. Hey, deine Mutter ist hässlich. Der beliebteste Film weltweit, Kapi. Düster Materie. Berühren verboten. Schau mal rein, du bist ein Schwein. Hunde, so eine Trick trifft man nicht. Festbeleuchtung zu deiner Mutter. Bro, das Einzige, wo ich reingucke, ist in den Laden. Dann mache ich die Scheiße aus. So, wundersam gekauft. Weil ich deine Mutter gerne töten möchte. Sechs deine Mutter. Und hiermit beende ich deine Mutter.